Willkommen im neuen Video, Leute. Hier wieder vom Frühstückstisch. Ja. Ich bin auch richtig müde. Es ist jetzt. Wie spät ist es eigentlich? Keine Ahnung. Irgendwie kurz vor 9 oder so. Mein Urlaub ist vorbei. Heute jetzt wieder arbeiten. Es wird wieder jetzt hochoffiziell in die Nachtschicht. Deswegen bin ich so früh schon wach. Weil ich habe ja noch ein Training zu vollziehen. Das heißt, ich werde jetzt gleich ins Training fahren und danach mich nochmal hinlegen. Also so, dass ich nochmal 4 bis 5, 6 Stunden, je nachdem wie lange ich jetzt im Training bin, ja 4 bis 6 Stunden irgendwo in dem Dreh nochmal schlafe vor der Nachtschicht. Genau. Und ich fühle mich ein bisschen, also ich bin sehr müde. Ich habe jetzt gestern schon trainiert, weil ich ja den Tag, den Trainingstag, den ersten den ersten Trainingstag der Woche verschoben habe. Also meine Trainingstage sind jetzt immer Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, weil ich deswegen die Nachtschichten jetzt gerade nicht anders auch peilen kann. Und Dienstag habe ich nicht trainiert, da war ich in Uckermark den ganzen Tag. Ich hatte dann abends auch keinen Bock mehr, noch ins Training zu fahren. Also habe ich mir gedacht, okay, dann machst du halt jetzt die Woche Mittwoch, Donnerstag und dann Samstag, Sonntag. Ja. Aber ich merke halt ein bisschen, dass ich gestern oder endlich gefühlt vor ein paar Stunden erst trainiert habe. Egal. Wir gehen jetzt dann gleich bald los. Versuche uns Floß. Oh. Und dann zeige ich euch jetzt mal in diesem Video, wie jetzt die einzelnen Einheiten bei mir aussehen, also was ich so mache, ne? Was ich für Übungen mache. Also großteils kennt ihr das ja schon, weil ich mache, wie gesagt, Rise and Grind einfach nochmal. Aber ich habe ja ein paar Übungen zusätzlich drin und werde auch nochmal dann in einem Voice-Over jetzt dann erklären, warum ich die drin habe und so weiter und so fort. Aber erstmal geht's gleich ins Gym. Oh. Habe feierlich das Auto erreicht. Denke ich immer noch so schlimme Augenringe? Ach du Scheiße, Alter. So, Leute. Ab jetzt ins Gym. Heute ist Einheit 2. Da nehmen wir euch hier ein bisschen mit. Dann seht ihr schon mal Einheit 2. Ich werde dann Voice-Over rüberlegen über die Einheit. Und danach sliden wir direkt in die anderen Einheiten rein. Alles, wie gesagt, im Voice-Over-Stil. Jo, aber ich mache jetzt erstmal los. Übrigens ist Einheit 2 tatsächlich meine Lieblingseinheit. Also, so wie ich sie jetzt ein bisschen abgeändert habe, ist sie nicht mehr so kurz, wie sie vorher war. Vorher war sie tatsächlich die kürzeste Einheit aus der ganzen Woche. Aber es ist nach wie vor meine Lieblingseinheit, weil wir heben. Und auch generell ist die nicht so anstrengend tatsächlich. Das ist eine sehr, sehr angenehme Einheit. Nicht mit so viel Volumen. Also hast nicht so viele Sätze drin, ne? Aber alles weitere dazu im Voice-Over. Looking in her eyes without really saying nothing. Whispers in my mind thinking we should do some fucking. Beat it like a 808 and this is my percussion. The thing about a rodeo. I'm just being honest, I'ma say the things he won't say. With that being said, now babe, don't take this shit the wrong way. The thing about a rodeo. The thing about a rodeo. Round and around we go. Baby, check, don't get the wrong impression. I know you hear you fine on that coming, that message. Yeah, pick a blind if you was mine. These lame niggas done said it all the different tries. Invest the time you speak just to regret it. Girl, I know, no, I feel you, yeah. But understand it's worth it, yeah. If you never had the bad, you wouldn't appreciate the perfect, nah. See, he can throw you cash, the PCBG in the purses. I just learned how in the past the realest bitch can't be for purchase. That's the truth, strong. Correct me if I'm wrong. I know you interested, you wouldn't hurt me, I just
is long. Yeah. I know you want someone to make you smile and make you moan. This rodeo can change your life, don't hesitate to just get on. Looking in her eyes without really saying nothing. Whispers in my mind, thinking we should do some fucking. Beat it like a 808, and this is my percussion. The thing about a rodeo. I'm just being honest, I'ma say the things he won't say. With that being said, now babe, don't take this shit the wrong way. The thing about a rodeo. The thing about a rodeo. Round and around we go. So, it wouldn't hurt to call. A good girl like you, so you deserve it all. The world and all the perks involved, and I ain't talking shallow shit. Go in that ocean, I beat it. Call it battleship. Tell me, can you handle it? Fallacious. Courage is looking crazy. And I ain't the one for waiting, but with you, I practice patience. I know we work in school, your time ain't something to be wasted. I know all about it. No. But like a scrub girl, I ain't playing. Yeah, I'm on it though. And fuck the bed, I take you on the floor. Yeah. Legs up, moaning mo. Got a head feeling comatose. Baby, ain't no rules inside this rodeo. The invitation yours if you want it, though. Looking in her eyes without really saying nothing. Whispers in my mind, thinking we should do some fucking. Beat it like a 808, and this is my percussion. The thing about a rodeo. So, Leute, da sind wir auch schon im Training. Ich muss dazu sagen, es ist sehr, sehr lange her, dass ich vormittags im Gym war. Aber da ich jetzt ja halt wieder Nachtschichten habe, ist das halt anders nicht möglich. Ich muss halt 2 Tage die Woche immer vormittags gehen. Eigentlich sogar sehr früh, damit ich dann danach nochmal schlafen kann, bevor ich dann in die Nachtschicht gehe. Aber ich muss mich da auch erst so langsam aber sicher halt einpegeln. Ne? Ja, von daher war das schon mal ungewohnt. Des Weiteren hatte ich Todesmuskelkater von der Einheit gestern. Von den Lower Squats und den Front Elevated Split Squats. Das habe ich hier auch ein bisschen gemerkt. Dadurch war der Deadlift auch ein bisschen schwerer, ne? Ich hätte jetzt hier gern schon 110 auf 3 gemacht, so vom Ego her, aber wir waren jetzt erstmal nur bei 107,5. Letzte Woche hatte ich 105 auf 3. Da sollte ich eine 3,5 schaffen, heute eine 3,0 als RER. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, und dann habe ich ja an dem Tag immer nur noch 2 Backoff-Sätze. Deswegen sage ich ja, der Tag ist wirklich echt entspannt, finde ich. Hier habe ich jetzt 92,5. Auf 7 Reps, ohne Pause. Nach wie vor sehr leicht alles. Ja, aber ansonsten, ich habe mich echt gefühlt, als hätte ich irgendwie trainiert gestern. 3 Tage geschlafen und gleich wieder trainiert. Also ich habe auch nicht so gut geschlafen, war eigentlich auch nicht extrem fit. Und wie gesagt, der Muskelkater fing halt erst an. Ne? Ich habe halt nach dem Aufstehen schon gemerkt, dass der losgeht so. Also der war gerade erst so dabei, eigentlich richtig zu entstehen und wurde von Stunde zu Stunde halt stärker. Hose anziehen war an dem Tag besonders lustig. Ja, aber letztendlich ging der Deadlift ja dann doch recht gut vonstatten. Kann mich also nicht beschweren. War doch ganz fluffig. Ja, danach kommt dann immer Competition Bank drücken. Laut Rise and Grind eigentlich auf 8er Reps. Ich arbeite hier aber mit weniger Reps, immer noch wegen der Schulter. Tatsächlich ist der Schmerz ja mittlerweile wirklich weg. Aber ich will es halt auch nicht wieder herausfordern. Und ich habe jetzt schon die erste Woche hier mit 6 Reps anstatt 8 Reps gemacht. Und werde jetzt einfach dabei bleiben. Ja, also ich werde jetzt hier die Reps nicht über die Woche noch mal hochsetzen, weil das Bullshit ist. Weil die Intensität eh hochgeht. Sondern ich bleibe jetzt hier bei 6 Reps. Und dann ist gut. Ja, hier nochmal, wie gesagt, das neue Setup sieht man ja wieder. Was ich jetzt hier anders mache, ich spreize jetzt die Zehen doch mehr nach außen weg, weil ich dadurch echt nochmal ein bisschen geiler Spannung auf den Quads habe. Also ich probiere halt, wie gesagt, immer noch rum, die Füße entweder weiter nach hinten zu nehmen oder mehr wegzuspreizen, die Füße, um halt nochmal ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen. Da experimentiere ich gerade noch so ein bisschen. Also wundert euch nicht, wenn es die nächste Zeit immer ein bisschen unterschiedlich aussieht. Ansonsten waren die 50 Kilo tatsächlich heute zu schwer. Was aber daran liegt, dass ich halt echt Ermüdung drin habe von der gestrigen Einheit, ne, mit den Kurzhantel-Schulterdrücken, der Lowbar-Beuge. Die knallt halt auch immer ordentlich in den Rücken rein. Und tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen von der Bank, trotzdem die ja relativ leicht war. Ich habe hier immer 3 Sätze. Und eigentlich in allen 3 Sätzen auch konstant das gleiche Gewicht. Ich habe keine RER-Vorgabe. Das heißt, ich arbeite mich einfach von Woche zu Woche hoch.
Allerdings waren, wie gesagt, die 50 doch etwas zu schwer für eine... Nein, ja, ich soll ja keine ADA treffen. Der war gut, Kapi. Aber trotzdem, sie war ein bisschen zu schwer, ne? Also wir sind ja hier noch am Anfang des Blocks, also da arbeitest du noch nicht irgendwie im extrem schweren REA-Bereich, vor allem nicht an Tag 2, wo ja eigentlich der leichte Competition-Bench-Tag ist. Und für leicht war das doch noch ein bisschen zu schwer, fand ich. Deswegen habe ich dann im dritten Satz 2,5 Kilo runtergenommen, bin auf 47,5 gegangen und die waren dann auch quasi letztendlich, wenn man jetzt mit einer REA vorgehen würde, die gleiche REA wie die zwei Sätze davor, so mit einer 3,5 in etwa. Ja, also wie gesagt, das liegt jetzt in erster Linie auch daran, dass ich 2 Tage hintereinander trainiert habe, was ja sonst nicht der Fall wäre. Ich hatte jetzt quasi Mittwoch, Donnerstag trainiert und normalerweise wäre es immer Dienstag, Donnerstag. Ich habe also nur die letzten beiden Tage der Woche, Tag 3 und 4 hintereinander, das ist dann immer Samstag, Sonntag. Aber die Woche halt, dadurch, dass ich da am Dienstag jetzt in der Uckermark war, habe ich das halt nochmal ein bisschen umgebaut. Ne? Und da muss man halt dann damit leben, wenn die Einheit dann nicht so Bombe läuft, weil man schon Ermüdung im Intus hat. Ne? Ja, dann ist an dem Tag immer an dritter Stelle das enge Rudern, ja, mit dem Parallelgriff. 12er Reps, also hier kannst du halt, es halt vorgehen, 12 bis 15 Reps. Ganz ehrlich, Leute, 15 Reps ist mir zu viel. Ich brauche maximal 12, Kapi. Dann kann ich hier ein bisschen mehr Gewicht nehmen, ne? Ja, wir wissen, mehr Reps ist Cardio tot. Also ich finde 12 Reps schon scheiße anstrengend. Danach folgt dann immer die Glute Ham Raise. Da soll man halt auch 12 bis 15 Reps machen. Ich mache jetzt hier ohne Band mittlerweile schon seit langem 12 Reps einfach so easy weg. Und kommen dann hier auch bei der Ziel-REA von 2 bis 3 an, die halt immer bei den Assistenzen so vorgegeben ist. Die Wiederholungszahlen, die reduzieren sich auch über das Programm hinweg nach hinten raus nochmal. Ne? Also ist klar, bei den Mainlifts machst du irgendwann weniger Reps und auch bei den Assistenzen geht es dann irgendwann runter. Was dann natürlich auch wesentlich angenehmer wird. Ja, und die gehen bei mir halt wirklich richtig gut rein in die Hamstrings. Und vor allem auch in die Waden. Also ich sage euch, Leute, seitdem sind auch meine Waden extrem geil gewachsen. So, die Seal Rows sind nicht im Rise and Grind mit drin. Die habe ich mir jetzt hier zusätzlich mit reingepflanzt für zusätzliches Rückenvolumen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich da zusätzlich mehr für den hinteren Rücken und für die hintere Schulter mache. Und an Tag 2 haben wir jetzt halt Zusatzvolumen drin. Das ist jetzt hier die Seal, also sind halt die Seal Rows. Dadurch ist die Einheit auch ein Müh länger als vorher. Aber ich mache die Übung echt scheiße gerne. Ich finde die echt richtig geil. Mal gucken, wo wir da noch hinkommen mit dem Gewicht. Bin echt gespannt. Ja, zu guter Letzt noch der Endgegner für mich. Die Facepulls mit Außenrotation. Ich habe die ja früher immer im Sitzen auf dem Boden gemacht und habe auch die Außenrotation am Anfang, also im ersten Durchspielen von Rise and Grind, ganz anders gemacht. Aber ich habe nochmal ein altes Video von Pascal gesehen. Und eigentlich soll man die genau so machen. Ne? Also die übliche Position, die du bei den Facepulls nach hinten gehst, also die Retraktion sozusagen. Und dann bewegst du quasi nochmal die Hände so ein Stück nach hinten, also rotierst die Schulter nochmal so nach hinten auf. Ich weiß nicht wie ich das erklären soll. Ist auch verdammt schwer. Also ich habe da echt noch ein... Also ich werde jetzt natürlich besser, dadurch, dass ich öfter mache, keine Frage, aber es ist echt nicht einfach. Es ist echt schwierig, diese kleine letzte Bewegung da noch hinzubekommen und bei 12 Reps halt auch wirklich übelst anstrengend. Ja Leute, ich stelle euch dann die ganzen anderen Einheiten noch nach und nach vor in den nächsten Wochen. Bis dahin, vergesst nicht zu liken und zu kommentieren und wir sehen uns dann bald im nächsten Video der nächsten Einheit. Bis dahin.